Zucker und Zucker, die Golfshow. Rosa Penner Golf Resort in Irland. Kurzspieltaktik. Von A bis Zunker. Von A bis Zunker. Was heißt das? Was brauchen wir da? Worum geht's? Na, um eine Menge. Um eine Menge. Also analysieren, Ballposition, genau, Ballage. Genau. Ja. Wir haben drei verschiedene Ziele. Ja. Ja. Kurz, mittel und lang. Okay. Eine Risiko-Nutzen-Abwägung wollen wir machen. Ja. Also was wäre der Worst Case? Genau. Wie können wir auf sicher gehen? Schlägerwahl. Schlägerwahl. Wie können wir uns das Leben erleichtern? Ja. Ja. Aber als allererstes muss doch erstmal Folgendes passieren. Wir müssen erstmal dahin gehen. Wir müssen erstmal dahin gehen. Wir müssen uns erstmal angucken, die Situation. Was erwartet uns denn da? Also, dass hier ein Bunker im Weg ist, das stört uns überhaupt nicht. Weil ob da ein Bunker ist, kleiner Bach durchgeht, hohes Raff, Semiraff, was auch immer. Egal, der muss ja darüber. Genau. Also fliegen muss auf jeden Fall. Ja. Wir fangen mit der ersten an. Gucken wir uns an. Komm mal mit. Komm mit. So, und am besten sieht man das erstmal, wenn man natürlich von der Seite guckt. Ja. Da ist der Ball. Hier ist Anfang grün. Da sind die Fahnen. Und was sehe ich als erstes? Diese Schräge hier. Hier darf auf keinen Fall der Ball landen. Nein, der baut nach vorne. Guck mal, der kommt hier reingeflogen, landet an der Schrägen. Den kriege ich zur kurzen Fahne überhaupt nicht zum Halten. Richtig. Also, eine der 10 Gebote fürs kurze Spiel, den Ball nie an einer Schrägen landen lassen. Auf jeden Fall. Wenn ich aber gar nicht hierher gehe und gar nicht weiß, dass der Hügel da ist. Das Ding haben wir gar nicht gesehen von da hinten. Deswegen bewegen, angucken. Ne? Gucken. Ja? So. Okay. Grün lesen, nicht beim Putten, also natürlich beim Putten, aber nicht nur beim Putten, auch beim kurzen Spiel. Nee, natürlich, na klar. Ja? Ja, so. Auf jeden Fall. Und jetzt sehen wir ja schon so ein bisschen, wo der landen muss. Das ist Mitte Fahne und hinten haben wir halt viel Platz zum Rollen. Das ist ja entscheidend dann für die Schlägerwahl, die wir dann treffen müssen. Aber nochmal, dieser Punkt ist so wichtig, wenn wir also eine Schlägerwahl treffen wollen, sprich jeder Schläger hat ja sein eigenes Flugrollverhältnis, Steffen, dann wollen wir auch genau einschätzen können. Und die Perspektive müsst ihr euch merken, wenn ihr am Ball seid und ihr habt den direkten Weg Ball-Ziellinie. Die Perspektive täuscht sehr oft. Ihr müsst zur Seite gehen. Genau. Dann könnt ihr zwei Dinge einschätzen. Erstens, Ballposition beginnt grün. Zweitens, Beginn grün, Fahne. Genau. Und dann könnt ihr die Schlägerwahl darauf ausrichten und seid richtig gut unterwegs. Das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. Du schlägst die Bälle. Genau. Also für mich ist jetzt schon klar, welchen Schläger ich für welche Stange oder für welche Position nehmen werde. Ja. Das ist einfach, die Fahne ganz hinten gibt mir viel Rollmöglichkeit. Fängst du mit der an? Fange ich hinten an. Okay. Und würde dafür ein Pitching Wedge nehmen. Okay? Ja, was hast du da ungefähr für ein Flugrollverhältnis? Ungefähr halbe-halbe. Ja. Da geht es natürlich auch immer darum, geht es bergauf, geht es bergab, dann verändert sich natürlich halbe-halbe ein bisschen. Aber ich weiß, ich kann dem genügend sicheren Flug geben. Ja. Der kann mitten im Grün landen und dann habe ich eben noch meinen Roll da nach vorne weg. Ja? Komm, zeig mal. Und dann spiele ich den mal mit dem Pitching Wedge. Mach auch nur so eine kleine Chip-Bewegung, da brauche ich nämlich gar nicht so viel Schwung. Ja, so, und dann kann ich den nämlich darüber spielen, Mitte grün, sicher gelandet und dann rollt er dahin. Super. Und hat eigentlich einen tollen Schlag gemacht. Super Schlag. Ja, ja. Genau die gleiche Technik, genau den gleichen Schwung verwende ich für die nächste Fahne, wechsel aber aufs 52 Grad Wedge. Die linke, ne? Die linke. Ja. Ungefähr gleicher Landepunkt, aber natürlich anderes Spinverhalten, ein bisschen mehr Spin drin, ja. Bisschen höherer Flug. Bisschen weniger Roll. Genau, dadurch ein bisschen weniger Roll. Ja, hast du schon gesehen, ist ein bisschen höher, aber sicher auf dem Grün gelandet. Rollt er dahin, ist ein toller Schlag auch. Ja, ja. Und jetzt kommt der Schwierigste. Ja? Ja. Umso höher ich muss, desto mehr Schwung brauche ich. Richtig. Und desto gefährlicher wird die Sache auch. 58 Grad Wedge. Ja, du könntest aber auch wirklich, wenn du mal wirklich so ein bisschen unter Strom bist, wenn du unter Stress bist, sag, da könnt ihr auch mal sagen, okay, spiel den ruhig mal 2-3 Meter bewusst hinter eine Fahne. Das ist ja auch eine der 10 Gebote im kurzen Spiel. Steht die Fahne kurz, wollen wir nicht kurz bleiben. Steht die Fahne ganz hinten lang, wollen wir nicht lang hinten rausballern. So ist es. Ja, also wir bewegen uns immer Richtung Mitte, dann da um auf der sicheren Seite zu sein. Ja. Jetzt haben wir dann das 58 Grad Wedge, natürlich ein bisschen mehr Schwung dadurch.
So, ja, der nice. Geht am höchsten. Und ja. jetzt ist genau das passiert, was wir so eingeplant haben. Ja. Eigentlich, wir haben die Landepunkte getroffen. Ja. Die haben wir aber uns vorher angeguckt da hinten. Ja, natürlich. Darum mussten wir da hinlaufen. Darum ja. müsst ihr da hinlaufen. Ihr wollt auch besser werden. Ja? Und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ja. Grünanalyse, nicht nur Balllagenanalyse, Grünanalyse. Wo muss der runter und was muss nach dem Landen dann passieren? Ganz genau. Und abschließend dazu, Steffen, ich finde, wenn nach dem Annäherungsschlag wir putten können, ja. dann ist alles super. Wir machen mal noch einen, ja, machen um noch einen. Mal zu zeigen, dass vielleicht sogar zur letzten Fahne ein kleines Eisen 8 gehen würde, ja. weil den Spruch, den muss man sich einfach merken. Dem Bunker ist es egal, in welche Höhe ihr überflogen wird. Ja? Genau. Also, das ist ja jetzt nicht so ein hohes Ding nötig. Nein. Kleiner, flacher Chip mit dem Eisen 8 zur letzten Fahne hinten, bumm, ja, ganz entspannt. Easy. Also das war ja ein Minischwung, der hat, guck mal, der ja, also der Erlebnis. Liegt wahrscheinlich noch besser als ja. das Wedge. Und das ist ein zusätzlicher Vorteil vom Eisen 8, ist ja, wenn ihr den benutzt, je kleiner die Bewegung, desto deutlich mehr Fehlerverzeihung. So ist es. Ja. Übt es aus, probiert es. Mehrere Schläger, unterschiedliche Lagen, unterschiedliche Ziele im Training. Ja. Oder mal auch auf dem Platz, einen Ball woanders hinschmeißen, irgendwo anders aufs Grün spielen. Ja, du kannst probieren. Doch auch, genau, du kannst doch auch, bist auf dem Platz unterwegs, nimmst du deine 2, 3 Schlägerhauben, genau. legst dir die aufs Grün. Genau. Okay? Simulierst 3 verschiedene Spielsituationen, so üben. Okay? Super. Viel Spaß dabei. Viel Spaß beim Üben. Folgt uns bei Zunker und Zunker der Golfshow auf YouTube.